Mathematik hilft uns, die Welt zu verstehen. Bestimmt können Sie ein Quadrat malen. Auch ein Dreieck, ein gleichseitiges Dreieck, können Sie bestimmt freihändig gut zeichnen. Selbst ein Sechseck mit ein, zwei Versuchen und ein bisschen Überlegung bekommen Sie ein Sechseck gut hin. Aber ein Fünfeck, das ist richtig schwierig zu malen. Auch die Profi-Variante ist nicht viel besser. Die Profi-Variante heißt Konstruktion mit Zirkel und Lineal. Ein Sechseck und ein Dreieck geht fast automatisch und jeder bekommt ein Quadrat hin. Aber beim Fünfeck, das geht auch, beim Fünfeck müssen die Lehrerinnen und Lehrer immer noch nachschlagen. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt eine Methode, eine ganz einfache Methode, ein Fünfeck zu machen. Dazu braucht man nur einen langen, schmalen Papierstreifen. Und mit diesem Papierstreifen mache ich eine ganz einfache Sache. Ich mache einen Knoten. Keinen Doppelknoten, keine Schleife, nur einmal durchziehen. Und jetzt nicht mit Gewalt festziehen, sondern mit Gefühl. Immer wieder einen Millimeter rausziehen, sodass die Enden flach bleiben. Und im richtigen Moment drücken wir das zusammen, klappen die Enden nach hinten und haben ein wunderbares 1, 2, 3, 4, 5-Eck. Wenn man das geometrisch nachkonstruiert, erkennt man auch, dass das ein perfektes Fünfeck ist und dass die Unvollkommenheit nur daran liegt, dass wir das nicht vollkommen machen können. Wir sehen an diesem Fünfeck noch viele Eigenschaften, zum Beispiel hier eine Kante, die von einer Ecke zu einer anderen führt, eine Diagonale. Da es sich um einen Papierstreifen handelt, ist diese Diagonale parallel zu dieser Grundseite schon eine der wesentlichen Eigenschaften des Fünfecks. Wir sehen noch eine zweite Diagonale, eine, die hier verläuft und dann unter der anderen Diagonale verschwindet. Es ist klar, es können nicht zwei Diagonalen oben liegen. Ich habe mal alle fünf Diagonalen aufgezeichnet. Das ergibt dann dieses hier, ein wunderbares Muster. Es ergibt sich ein Fünf-Stern. Man kann sich überlegen, wie viele Diagonalen wirklich vorhanden sind. Das gibt verschiedene Möglichkeiten dazu. Man kann sagen, so wie wir es vorher beobachtet haben, jede Diagonale ist zu einer Grundseite parallel. Es gibt fünf Seiten, also fünf Diagonalen. Man kann auch noch raffinierter zählen. Ich kann mir einen Punkt, etwa den hier oben, wählen und sagen, wie viele Diagonalen gehen hiervon aus? Genau zwei. Also von jedem der fünf Punkte zwei Diagonalen. 5 mal 2 ist 10. Aber jede Diagonale kommt von zwei Punkten her, also wieder geteilt durch 2, gibt 5. Wenn wir das verstanden haben, können wir gleich ein Gedankenexperiment machen, nämlich wie viele Diagonalen hat ein Sechseck? Wir stellen uns eine Ecke des Sechsecks vor. Eine Diagonale geht nicht zu dem Punkt selbst, auch nicht zu den beiden Nachbarecken, sondern zu den anderen Dreiecken. Also an jedem Punkt 3 Diagonalen, 6 Ecken, 6 mal 3 ist 18. Jede Diagonale kommt von 2 Ecken her, also 18 geteilt durch 2, 9. Ein Sechseck hat 9 Diagonalen. Und so könnten wir selbst jetzt, wenn uns das interessieren würde, die Anzahl der Diagonalen eines 1000-Ecks ausrechnen. Wir kehren aber zum Fünfeck oder zum Fünf-Stern, zum Pentagramm zurück und fragen uns, wo kommt denn das vor? Aus der Schule kennen wir den Faust. Und Mephisto sagt an einer Stelle, das Pentagramma macht mir Pein. Das Pentagramm ist dieser Fünfstern. Das Pentagramma macht mir Pein, das ist nämlich auf eine Türschwelle gezeichnet und er kann erst über die Türschwelle gehen, wenn das Pentagramm wirklich dann abgenagt wurde. Aber es gibt es in vielen, vielen Situationen, fast jeder Stern, der gezeichnet wird, ist ein fünfzackiger Stern, ein Pentagramm. Zum Beispiel die Sterne auf Flaggen. Und das ist völlig egal, ob es USA oder China ist, ob es die Türkei oder Europa ist. Sternmäßig auf den Flaggen sind sie alle gleich. Es gibt nur eine Flagge mit einem anderen Stern. Das ist die israelische Flagge mit dem Davidstern, der aus zwei übereinander gelegten Dreiecken besteht, also ein sechszackiger Stern ist. Auch in der Natur gibt es erstaunlich viele fünf Sterne oder fünf Ecke. Die Seesterne haben fünf Zacken und sehen sehr, sehr schön regelmäßig aus. Hier habe ich eine Sternfrucht mitgebracht, die macht ihrem Namen alle Ehre. Wir sehen hier schon, die hat fünf solche Ausbuchtungen und wenn ich die durchschneide, dann ergibt sich
auch hier ein ganz wunderbarer fünfzackiger Stern. Oder schneiden Sie mal einen Apfel quer durch, dann sehen Sie, dass auch das Kernhaus sich in fünf Richtungen verzweigt, nicht in vier, nicht in sechs, sondern in fünf. Bei dem Pentagramm bzw. dem Fünfeck gibt es einen entscheidenden Punkt. Das ist der Punkt hier, der eine innere Ecke des Pentagramms bzw. der Schnittpunkt von zwei Diagonalen eines Fünfecks, das ist sozusagen der goldene Schnitt. Genauer gesagt ist es so, dass dieser Punkt die gesamte Strecke im goldenen Schnitt teilt. Wir werden das gleich exakt definieren, aber so viel schon vorab. Das heißt, dass das etwa bei 62% liegt. Das hier sind 62% der Gesamtstrecke, der Rest hier entsprechend nur 38%. Der goldene Schnitt wird bereits im ersten Mathematikbuch der Welt definiert, beschrieben und behandelt in den Elementen des Euklid, die 300 vor Christus geschrieben wurden. Dort lesen wir als Aufgabe, Euklid beschreibt alles als Aufgaben, eine gegebene Strecke so zu teilen, dass das Rechteck aus der ganzen Strecke und dem einen Abschnitt dem Quadrat über dem anderen Abschnitt gleich ist. Das ist eine altertümliche Definition. Unsere heutige, etwas geläufigere Definition ist die, dass wir sagen, ein Punkt teilt eine Strecke im goldenen Schnitt, wenn zwei Zahlen gleich sind. Die eine Zahl erhalte ich dadurch, dass ich die Gesamtstrecke durch den großen Teil dividiere, erhalte ich eine Zahl. Und die zweite Zahl erhalte ich dadurch, dass ich den großen Teil durch den kleinen dividiere. Und wenn dann beides mal das Gleiche herauskommt, dann teilt dieser Punkt die Strecke im goldenen Schnitt. Das können wir hier auch nochmal sehen. Der große Teil wird oft mit groß M bezeichnet und major, der größere Teil genannt, der kleine mit klein m und minor. Wenn die Gesamtstrecke m plus groß M plus klein m geteilt durch den großen Teil, geteilt durch m, gleich großer Teil durch kleiner Teil ist. Ich mache Ihnen das noch an einem Beispiel klar. Viele Menschen behaupten, dass der Bauchnabel die Körpergröße im goldenen Schnitt teilt. Ich bin 1,80 Meter groß, mein Bauchnabel ist auf der Höhe von 1,11 Meter. Wenn man 180 durch 111 teilt, kommt etwa 1,62 raus. Und wenn ich den großen Teil, die 1,11 Meter, durch den Rest, die 69 cm dividiere, dann kommt 1,61 raus, also fast das Gleiche. Das heißt, mein Bauchnabel teilt mich fast im goldenen Schnitt. Man kann diesen goldenen Schnitt auch berechnen. Das kann man auf vielfältige Weise machen. Man kann rauskriegen, er ist eine Lösung der Gleichung x² gleich x plus 1. Oder in Zahlen ausgedrückt ist es 1 plus Wurzel 5 halbe. Und Wurzel 5 ist etwa 2,2. Also 1 plus 2,2 ist 3,2. Durch 2 ist etwa 1,6. Der goldene Schnitt wird üblicherweise mit Phi bezeichnet, dem griechischen Buchstaben Phi. Das geht zurück auf den Bildhauer Phidias, der den goldenen Schnitt benutzt haben soll. Der goldene Schnitt, das liegt vielleicht schon am Namen, hat viel mit Schönheit in der Kunst, aber auch im Alltag zu tun. Und ein Beispiel, das ich Ihnen jetzt mal zeige, ist dieses Rechteck hier, das ein goldenes Rechteck genannt wird. Golden deswegen, weil die Seitenverhältnisse im goldenen Schnitt sind. Also das ist ungefähr 1,6 mal diese Seite. Das ist im Gegensatz zu unserem DIN-Format. Das DIN-Format ist etwas plumper, könnte man sagen. Da ist das Verhältnis nur 1,4 zu 1, Wurzel 2 zu 1. Beide Formate haben auch eine geometrische Eigenschaft. Wenn man das DIN A4, das DIN-Format so halbiert, entsteht wieder ein DIN-Format, also ein Rechteck, das die gleichen Längenverhältnisse hat. Beim goldenen Rechteck ist es ein anderes. Da teile ich ein größtmögliches Quadrat ab. Und was dann hier als Rechteck übrig bleibt, ist wieder ein goldenes Rechteck, hat also auch die Verhältnisse 1,6 zu 1. Es gibt immer wieder Untersuchungen darüber, welches Rechteck das schönste ist. Da werden verschiedene Rechtecksorten zur Auswahl gestellt und man kann abstimmen, welches ist das schönste. Üblicherweise, so wird jedenfalls in der Literatur berichtet, kommt dann das goldene Rechteck als das schönste raus.
so ganz richtig statistisch valide sind diese Untersuchungen nicht. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass es so etwas wie den absoluten Maßstab der Schönheit gibt. In der Kunst ist es allerdings so, dass in der Regel klar ist, was schön ist. Die Frage ist nur, warum? Und eine Antwort darauf, eine Antwort unter vielen, ist der goldene Schnitt. Das wurde an vielen Bildern gesucht und an vielen Bildern gefunden, manchmal überzeugend, manchmal weniger überzeugend. Dieses Bild hier finde ich ein überzeugendes Beispiel. Es stammt von Raphael aus dem Jahre 1511. Es ist der Triumph der Galatea. Und das Gesamtbild ist so aufgebaut, dass es eindeutig in zwei Hälften aufgebaut ist. Es gibt die untere Hälfte und es gibt die obere Hälfte, die fast nur aus Himmel besteht. Und die Linie, die ist sehr charakteristisch. Und wenn man genau die Linie des Haaransatzes von Galatea nimmt und dann das misst, was drüber ist, das misst, was drunter misst, kriegt man raus, das ist genau der goldene Schnitt. Das kann man ausrechnen, aber es gibt ein praktisches Instrument, mit dem man das auch praktisch ausprobieren kann. Das ist der sogenannte goldene Zirkel. Zirkel nicht in dem Sinne, dass man damit einen Kreis machen kann, sondern dass man damit etwas messen kann. Dieser goldene Zirkel ist so aufgebaut, man kann den beliebig weit auseinander machen und immer ist es so, dass der mittlere Punkt die Gesamtstrecke im goldenen Schnitt teilt. Wir können das ja mal bei Galatea ausprobieren. Gehen, das auf, nach unten, das nach oben. Wir sehen genau, dass der Haarschopf von Galatea die Gesamtbildhöhe im goldenen Schnitt teilt. Wie ist ein solcher goldener Zirkel gemacht? Nun, diese einzelnen Schenkel sind auch genau im goldenen Schnitt unterteilt. Also hier 62%, hier 38%, hier 62%, hier 38%. Und dann passt es genau und es zeigt immer genau den goldenen Schnitt an. Das Problem beim goldenen Schnitt in der Kunst ist das, dass die Künstler wie Raphael, wenn sie überhaupt etwas Schriftliches hinterlassen haben, nie gesagt haben, ich verwende den goldenen Schnitt. Das hat sich erst in der modernen Zeit geändert. Und ein Musterbeispiel dafür ist der Architekt, der französische Architekt Le Corbusier. Er hat ausgehend von menschlichen Maßen, war überzeugt, dass der Mensch nach dem goldenen Schnitt aufgebaut ist. Ausgehend von menschlichen Maßen hat er hier so eine Serie entwickelt, Serie von Zahlen, die nach dem goldenen Schnitt gestaltet sind. Und mit Hilfe dieser Zahlen hat Le Corbusier seine gesamte Architektur von den Gebäuden bis zu den Möbeln gestaltet. Ob die Häuser dadurch schön geworden sind und die Möbel bequem, sei dahingestellt. Aber eines ist sicher, in der Ausbildung der Architekten spielt der goldene Schnitt auch heute noch eine entscheidende Rolle. Mit diesen Zahlen steht Le Corbusier in der Tradition des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert war der goldene Schnitt das Maß für die Schönheit und gleichzeitig war es damals noch so unbestritten, dass der Mensch die Krone der Schöpfung war. Und das beides kam zusammen und so war klar, dass man an dem Menschen an allen möglichen Stellen den goldenen Schnitt findet. Es gibt hier Zeichnungen, die jeweils hier Major und Minor andeuten und Sie können das selbst sehen. Es ist wirklich überall, wo immer man hinschaut, wo über etwas untergliedert ist, wird behauptet, sei der goldene Schnitt vorhanden. Man mag das für unseriös halten, man mag es für blöd halten, obwohl ich persönlich es auch witzig finde, an allen möglichen Stellen den goldenen Schnitt zu entdecken. Aber eines ist sicher, der goldene Schnitt spielt in der Mathematik eine wichtige und unangefochtene Rolle.